Herzlich willkommen zum Vortrag E-Groupware anpassen ohne Programmieren, Teil 2. In dem Teil wird es darum gehen, wie kann ich denn die E-Groupware anpassen, das heißt das Aussehen von Listen, von Editierdialogen über die Methode der sogenannten E-Templates. E-Templates in der E-Groupware, das ist das, was der Ralf ein ganzes Stück weit auch gesagt hat, was sich verändert hat. Beziehungsweise E-Templates früher haben auch schon das Aussehen verändert. Heute passiert es halt einfach clientseitig, während früher die Sachen serverseitig hergestellt wurden. Aber E-Template grundsätzlich in den meisten Anwendungen definieren, wie das Ding aussieht. Da spielt es keine Rolle, ob wir über die Liste reden oder über den Bearbeiten-Dialog. Oder auch im Adressbuch zum Beispiel, im CRM-Ansicht, was mir links in dieser kleinen Box angezeigt wird. All das sind Sachen, die ich über E-Templates beeinflussen kann und so verändern kann, dass ich Inhalte dort reinbringe, die ich gerne brauche, die mir vielleicht auch mal unangenehm sind, dass sie an der und der Stelle angezeigt werden. Ich sage, na, was soll ich mit dem Feld anfangen? Keine Ahnung. Oder das soll irgendwie ein bisschen anders dargestellt werden. Da soll irgendwas vorausgewählt werden. All das sind Sachen, die ich mit E-Templates anstellen kann. Dabei gibt es einen wichtigen Punkt, den man beachten muss. Wir sind gemein, aber an der Stelle, es ist eine EPL-Funktion, dass ich die Dinger in die E-Groupware reinmounten kann, weil wir gesagt haben, das ist was, was ich in einem Unternehmen einfach gut brauchen kann und was einfach eine schöne Funktionalität ist, die wir unseren EPL-Kunden zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn es jemand will und auch so funktionieren will, dass es updatefähig ist, ist es ein guter Grund, die EPL zu verwenden. Was mache ich? Ich mounte meine E-Templates in den Dateimanager rein. Dann kann ich die Sachen runterladen, bearbeiten, hochladen, neu laden und habe die Sachen drauf. Und es bleibt auch durch ein Update erhalten. Was haben wir gemacht zum Beispiel? Es ging darum, ich möchte in der Infolog-Liste, früher gab es mal in den Einstellungen irgendwas, wo ich sagen konnte, ich möchte vorne die Mailadresse vor dem Betreff haben. Das gibt es jetzt nicht mehr in den Einstellungen, weil wir gesagt haben, wir wollen das nicht alles irgendwie nachziehen. Wenn es so ist, dass im ganzen Unternehmen es Sinn macht, das zu machen, kann ich einfach hingehen und kann im Prinzip die Spalten tauschen, weil meine Indexseite darüber definiert ist. Und wie baut sich generell so ein Template auf? Also es ist XML an der Stelle, sprich ich habe ein Template, das hat einen Namen, ich habe entsprechend Spalten und habe Zeilen und habe im Zweifelsfall bei so einem Editierdialog, der ist noch deutlich komplexer, ich habe die unterschiedlichen Tabs, ich habe Sachen, die oben definiert sind, die unten drunter definiert sind. In der Liste ist es so, ich habe die Spalten, ich habe eine Zeile, die dem Spaltenkopf entspricht und ich habe eine Zeile unten drunter, die dann die Inhalte einfügt mit den Werten, die aus jedem einzelnen Eintrag kommen. Wenn ich jetzt eine Spalte tauschen will, muss ich es natürlich in allem machen, was zu dieser Spalte gehört, sprich meine Spalte tauschen plus die beiden Zeilen, die zu dieser Spalte gehören. An der Stelle, wir haben es jetzt mal so angedeutet, ich nehme einfach die Spalte, schiebe sie 3 nach oben, dass sie vorne erscheint und mache dasselbe in den richtigen Zeilen, nämlich dort, wo Mail Address steht, wandert sie nach oben und genauso unten, wo die entsprechende Adresse ist, auch die wandert nach oben. Ich speichere das Ding ab, gehe wieder in mein entsprechendes Verzeichnis. Für Mail muss es natürlich entsprechend nicht Infolog, also nicht E-Templates, Infolog Templates Default sein, sondern E-Templates Mail Templates Default. Lade es dort hoch, lade einmal meinen Browser mit F5 neu. Und ich sehe die neue Auswahl, die neue Ansicht, wie sich das Ganze dann entsprechend getauscht ist. Und die Mailadresse ist hier vorne. Das heißt, ich habe überhaupt nichts, was die Softwareentwicklung an der Stelle machen muss, sondern wenn ich ein bisschen weiß, was man mit den E-Templates tun kann und ein bisschen mich mit XML auskenne und einen sinnvollen Editor dafür habe, dann kann ich an der Stelle einfach viele Sachen machen. Wenn Sie sagen, ist mir zu viel Voodoo, stehe ich dafür auch zur Verfügung, das Ganze entsprechend umzusetzen und zu machen. Aber das Schöne ist, ich kann auf dem Wege halt auch als Administrator
im Regelfall relativ einfach auf der echten Instanz Sachen bearbeiten und machen, weil meine Benutzer so häufig den Browser wahrscheinlich nicht hochladen, nicht neu laden werden. Von daher, bis ich soweit bin, arbeiten die ganz normal mit dem und erst wenn sie sich das nächste Mal einloggen, sehen sie dann im Zweifelsfall auch das geänderte Template oder wenn sie neu laden. Das heißt ja dann auch, ich kann hier gar nicht so viel selbst kaputt machen. Nee, man kann nicht wirklich was kaputt machen, weil im Zweifelsfall ist es nur so, ich habe Mist gebaut, ich gehe jetzt mal hier rein, hier sieht man das, man sieht dann auch, man hat es selber hochgeladen, gehe ich hin, lösche ich das raus, lade einmal neu. Gehe ins Mail rein, weil das war ja jetzt die Änderung im Mail, die da drin war. Und dann habe ich die normale Spaltenanordnung, in der der Betreff vorne ist und die Mailadresse hinten. Also ich habe ein sehr schnelles Feedback. Habe ich irgendwas an dem XML-Ding kaputt gemacht, sodass es nicht funktioniert, wird Ihnen im Zweifelsfall nichts angezeigt. Dann gehe ich hin, lösche es wieder raus, denke mir so, oh Mist, hast du irgendwas übersehen? Gucke es mir nochmal genauer an, habe wahrscheinlich irgendwo, ich sage jetzt mal in den Optionen irgendwo ein ist gleich vergessen, habe es nicht validiert und dementsprechend, ja, aber ich kann nicht wirklich was kaputt machen. Ist da auch eine Versionierung drin? Nee, es ist keine Versionierung drin. Also die Versionierung zieht bei jedem Zeichen nicht. Ja. Okay, du musst also selber ja. Sich mal Versionen anpassen. Genau. Anderes Beispiel, Ticketsystem. Ich möchte, dass der erste Wert immer direkt angezeigt wird. Da ist ja standardmäßig, ist es 1 auswählen, vorne dran. Das will ich nicht haben, sondern ich will, dass immer der erste Wert automatisch gesetzt wird. Kann ich einfach hingehen und gehe in diesen Editierdialog wieder rein. Da gibt es im Prinzip eine Option, die heißt Select One. Will ich die nicht haben, nehme ich sie raus, speichere das Ding ab, lade es hoch und das erste wird angezeigt automatisch. Also von daher, das sind jetzt viele kleine Beispiele. Es, glaube ich, sprengt auch den Rahmen, wenn wir jetzt versuchen, dem allen im Einzelnen nachzugehen. Aber Sie kriegen die Folien ja auch hinterher. Sprich, Sie können sich die Dinger einfach mal runterladen, schauen Sie sich es mal in Ruhe an. Und dann, wie gesagt, grundsätzlich gilt bei den ganzen Sachen, wenn Sie da was an uns vergeben wollen, per Support-Budget machen wir so Sachen gerne, ist kein Thema, ist halt jetzt nichts, was kostenfrei passiert. Das ist dann schon eine kostenpflichtige Leistung, aber wenn ich nur eine Kleinigkeit geändert haben will, ist es halt auch in ein paar Minuten gemacht und ich muss mich nicht selber mit beschäftigen, sondern habe es an der Stelle abgegeben. Kann man auch mal per Teamviewer machen, ist auch was, was ich häufiger mache, zu sagen, man macht es das erste Mal, einfach mal Teamviewer machen, wir gucken eine Viertelstunde zusammen drauf, mountet das Ding rein, lädt es runter, bearbeitet es, lädt es wieder hoch und gut ist. Okay. Noch Fragen? Im Weiteren möchte ich Ihnen zeigen, wie man denn auch komplexere E-Template-Anpassungen vornehmen kann. Und zwar am Beispiel unseres Kunden, Spedition Lebert. Spedition Lebert hat im Prinzip 3 verschiedene Filialen in der Nähe von Beinfurt, in Kempten und auf der Schweizer Seite in Kreuzlingen. Und damals war es so, Lebert ist 2005 zur E-Groupware gekommen und auch zu uns als Kunden mit der Anforderung oder mit der Absicht, einfach Excel-Tabellen und, ich sage jetzt mal, Datenwartung, die auf sehr verteilten Systemen ist, entsprechend anzugehen und in ein System reinzubringen, sodass man von den verschiedenen Filialen aus, von den verschiedenen Standorten aus auf die Daten zugreifen kann, das gut steuern kann und einfach wegkommt, dass die Erfassung ihrer sogenannten Tagespreise in irgendwelchen einzelnen Excel-Dokumenten stattfinden. Und alles, was wir jetzt gleich live sehen, ist auf einer Kopie des Kundensystems, natürlich mit der Genehmigung unseres Kunden, dass wir die Informationen zeigen dürfen. Wobei ich das Ganze so gemacht habe, dass ich Live-Daten auch einfach ein Stück weit angepasst habe und habe dort einfach Adressen ersetzt durch unsere Adressen, damit wir jetzt keine
Echtdaten in dem Sinne zeigen. Die Tagespreise werden bei Lebert, wie gesagt, 2005 hat Lebert angefangen mit eGroupware und seit 2006 auch Tagespreise zu erfassen. Es gibt dann dort noch weitere Infolog-Typen, aber das schauen wir uns jetzt dann einfach mal gleich live an, was wir dort mit den E-Templates verändert und angepasst haben. Ja, wir sind jetzt live auf der Instanz von Lebert, auf der Testinstanz von Lebert, die bei uns im Hosting läuft. Und was man jetzt nochmal schön sieht, wir hatten es ja auch im Anfang des Vortrags schon mal, dass wir bei Lebert einfach verschiedene Icons mit eingebunden haben, dass man die Möglichkeit auf dem Wege hat, schnell einen neuen Tagespreis hinzuzufügen. Die Icons haben also alles Symbole, Tagespreis national, Tagespreis international, ein neuer Tagespreis von Kempten, Besuchsberichte, Telefonberichte und ich habe entsprechend in meiner Infolog-Liste dann auch die unterschiedlichen Infolog-Typen drin und ich sehe an den Icons direkt, worum handelt es sich. Wie ist das Ganze bei Lebert aufgebaut? Das Ganze ist in der Form bei Lebert aufgebaut, dass wir, wenn wir uns den Eintrag mal selber anschauen, wir im Prinzip einen ganz normalen Editierdialog von dem Infolog-Eintrag haben mit einer ganzen Menge benutzerdefinierten Feldern. Und diese benutzerdefinierten Felder in unterschiedlicher Form. Ich habe entsprechend Felder, die einfach ein Land zeigen, von wo nach wo geht die Sendung. Ich kann eine Postleitzahl und einen Ort eingeben. Und ich habe hier ein Feld, mit dem ich einen Titel erzeugen kann. Das heißt, wenn ich einen neuen Tagespreis eingebe, dann setze ich meine entsprechenden Felder, von wo nach wo die Sendung gehen soll und klicke dann einfach auf Titel erzeugen. Damit wird automatisch ein standardisierter Eintrag generiert, der beinhaltet das Datum, von wo nach wo wird dieser Tagespreis erfasst. Darunter kommt dann entsprechend die Information, wie lange die Sachen gültig sind, verschiedene Einträge, die direkt mit der Sendung zu tun haben, was das Ganze kostet, ob das irgendwelche Prämienprodukte oder ähnliche Dinge sind. Ich kann auch einen Umschalter zwischen Deutsch und Englisch bei der ganzen Sache mit reinhaben. Und alles, was ich oben eingebe, wird mir unterhalb von dem Eintrag dann entsprechend live angezeigt und zwar auch wieder in einer standardisierten Form. Das heißt, ich sehe automatisch, von wo kommt das, aus welcher Filiale ist es abgesendet. Das richtet sich nach dem Benutzer, der das Ganze bearbeitet. Ich sehe automatisch eine Ticketnummer oder eine Tagespreisnummer an der Stelle, die der ID von einem Infolog-Eintrag entspricht, damit eindeutig ist. Und das wird auch direkt zu dem Kunden kommuniziert. Sprich, an der Stelle für alle Rückfragen, die er hat, nennt er genau die Tagespreisnummer. Und damit kann es in der eGroupware jederzeit identifiziert werden und ist auch eindeutig. Ich sehe, von wem das Ganze kommt, mit entsprechenden Kontaktinformationen. Ich sehe hier unten automatisch eingefügt die Informationen, die oben eingegeben wurden. Und ich habe allgemeine Texte, Textbausteine, die in diesem Tagespreisanfrage eingefügt werden. Und ich habe ganz am Ende auch entsprechend nochmal Informationen, die auf den Fußtext gehen und, ich sage jetzt mal, Standardklauseln entsprechend sind. Was ist wichtig bei der ganzen Geschichte? Warum ist das gemacht worden? Es ging wirklich darum, einfach standardisierte Anfragen zu erzeugen und ein standardisiertes Format, in dem die ganzen Sachen dann an den Kunden entsprechend rausgehen. In zweierlei Form, nämlich zum einen, dass ich das Ganze ausdrucken, zum Beispiel über einen Faxdrucker, der bei Lebert vorhanden ist, mit dem ich das dann einfach per Fax direkt raussenden kann an den entsprechenden Kunden. Auch hier sieht man wiederum jetzt beim Druck, wir unterdrücken komplett die Eingabefelder und ich habe nur die Informationen, die mir unterhalb angezeigt werden, in dieser Information drin und kann das damit direkt an den Kunden rausschicken. Alternativ auch als E-Mail, wenn ich hier auf den E-Mail-Button klicke, wird mir entsprechend direkt die Information eingefügt. Als Adressat kommt die E-Mail-Adresse meines Kunden rein
Und hier unterhalb habe ich genau die Informationen, die wir eben auch schon mal gesehen haben. Hier normalerweise der Platzhalter, der zeigt normalerweise das Logo von Lebert. Das Ganze ist jetzt das Template, das bei Lebert Live funktioniert. Aber an der Stelle haben wir das Logo einfach nicht an dem gleichen Ort. Und das sind, wie gesagt, deren Templates. Von daher sieht man jetzt hier nur den Platzhalter. Ich kann das jetzt direkt wegschicken und damit habe ich die Informationen direkt bei meinem Kunden. Ich muss es auch nicht nochmal extra als Infolog-Eintrag speichern oder so, weil es ja genau diese standardisierte Form ist, die an den Kunden rausgeht. Ich mache das mal wieder zu. Was passiert in der weiteren Bearbeitung bei Lebert? Wir haben außerdem, was wir hier für dieses Editierdialog angepasst haben, wie die Sachen aussehen, haben wir noch eine weitere Änderung vorgenommen. Und zwar haben wir auch die Listen entsprechend beeinflusst. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Tagespreis national wechsle, dann wechselt er auf ein komplett anderes Template, was für die Auswertung und die Eingabe, die Übertragung nachher in ein anderes System, mir einfach viele von den benutzerdefinierten Felder in einer übersichtlichen Art und Weise anzeigt, sodass die Informationen entsprechend schnell weiterverarbeitet werden können und dann nachher entsprechend, je nachdem, wird der Tagespreis angenommen oder wird er abgesagt, wird dann der Status von dem Infolog-Eintrag geändert auf entsprechend das Ganze ist abgesagt oder es ist angenommen worden und geht dann in die weitere Verarbeitung. Wie sieht das Ganze, wenn wir uns das jetzt wieder live anschauen, aus von dem, was wir mit den E-Templates gemacht haben? Einfach um mal so ein bisschen zu zeigen, wie komplex ist es tatsächlich. Was man jetzt sieht hier, sind einfach, wenn man das vergleicht mit einem klassischen Template-Folder, den wir sonst im Infolog haben, dann sieht man, dass es hier einfach ganz verschiedene Einträge gibt, nämlich für die verschiedenen Tagespreise, die dann das Aussehen definieren. Und dazu gibt es dann auch für die anderen Infolog-Typen die entsprechenden Verzeichnisse. Und es gibt natürlich auch noch einfach eine ganze Menge Informationen, die zum Beispiel auf einen speziellen Fußtext oder Kopftext, der auf den Standort des jeweiligen Benutzers geht, an der Stelle hinterlegt in den Benutzerkonten als Ort. Dort steht dann entsprechend Beinfurt oder Kempten oder Kreuzlingen drin. Und je nachdem wird in den einzelnen Templates dann ein entsprechender Kopf- und Fußtext aus den jeweiligen Standorten eingefügt, die dann die individuellen Informationen beinhalten, wer der Geschäftsführer an der Stelle ist. Die Schweizer in Kreuzlingen haben ganz andere Bedingungen für die Abwicklung der Speditionsaufträge. Also von daher einfach, weil sie auch einem anderen Recht unterliegen, nämlich dem Schweizer. Also von daher haben wir an ganz vielen verschiedenen Stellen auf die einzelnen Bedürfnisse der Standorte wieder Rücksicht genommen und haben dafür entsprechende Informationen in den Templates hinterlegt, von denen der Benutzer gar nichts in der Form weiß, denn es ist bei seinem Benutzerkonto eingetragen. Wichtig für uns war wirklich die enge Zusammenarbeit mit der zentralen IT von Lebert, sodass die Informationen im Haus gesammelt haben, die entsprechenden Wünsche an uns weitergegeben haben. Wir haben es dann für sie entwickelt, vorbereitet und dann ist es entsprechend mit den Personen aus dem Vertrieb der einzelnen Standorte immer wieder abgeglichen worden, damit es am Ende zu einem Ergebnis kommt, was für alle passt. Auch dort ist es so, dass wir regelmäßig, im Regelfall einmal pro Jahr, ich bei dem Kunden vor Ort bin, die Vertriebler die Möglichkeit haben, die neue Version kennenzulernen und auch einfach Wünsche und Bedürfnisse, die sie haben, nochmal zu äußern, sodass wir einfach immer abgleichen können, was ist denn das, was im Haus wichtig ist, wo drückt vielleicht der Schuh, wo sind Anpassungen sinnvoll und an der Stelle dann auch Lebert entscheiden kann, ob sie vielleicht das eine oder andere Funktion von der E-Groupware entsprechend entwickelt haben wollen, sponsoren wollen, was dann wieder allen anderen zur Verfügung steht. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir im weiteren Verlauf
einfach auch den einen oder anderen finden, der sagt, ah, das klingt sehr spannend und wir hätten da auch Sachen, die interessant wären umzusetzen, dann kommen sie einfach gerne auf mich, auf uns zu und dann können wir über das reden, wie man das Ganze am besten angeht. Vielen Dank.